Okay, und weiter geht's. So, dann können wir direkt schauen nach Rennen 2, wa? Solange ich noch ein paar Boosts hab, wobei ich jetzt die wahrscheinlich gar nicht gebraucht hätte. Die Alten, die Schwachen und die Wehleidigen. Man weiß nicht so richtig, an welcher, also wie viel Abstand man zum Sekunden Vorgänger hat, glaube ich, aber... Feucht zurückzukehren. Gibt es keine Perle. Jetzt habe ich halt keine Boosts mehr. Wollen wir nochmal probieren? Allerdings habe ich jetzt keine Boosts, das heißt, ich muss mit den Beschleunigungsrampen allein durchkommen. Haben noch 3 Sekunden, um zu ihrem Strickzeug zurückzukehren. Zweite Runde für die kleine Anfängerin. Holy, 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 holy
einfach durch. Und dann verliert man natürlich einen Haufen Zeit. Die man nicht wieder einholen kann. Ohne die Boosts haben wir echt verloren. Ja, ohne die Boosts. Doppelt blöd. Ja gut, vielleicht kann ich mit den anderen Aufmotzungen das Ding generell noch schneller machen und so und hab dann bessere Chancen. Das wird ein unglaublich. Zumindest haben wir mal eine Perle schon mal ergattert. Wir sollten uns dieser Tage mal die Fußgängerzone ansehen. Wann immer du willst, Jade. Klingt gut. Ich krieg schon langsam Durst. Wo auch immer die ist, die Fußgängerzone. Ach da. Das war ja einfach. Letzte Nacht wurden wieder 40 Leute entführt. Ja, diese Doms. Wir kommen alle noch dran. Das hylianische Wort sagt, dass das Iris-Netzwerk hinter all dem steckt. Würde mich nicht überraschen. Zum Glück gibt es die Alpha-Abteilung, die uns beschützt. Militärgeheimnis, organische Bakterie, Wärmeemissionen. Ja, wahrscheinlich sind das gar keine Menschen hier, die Alphas. Gut, wo müssen wir hin? Wir wissen es nicht. Das kann ich nicht lesen. Oh, Hühnermann. Aquilus Sapiens. Gute Arbeit. Warum guckst du nur, als würdest du mich gleich abstechen wollen? Sicher in ihrer Schale ist die Freiheit. Nein. Hallo. Bevor wir Geschäfte machen können, müssen Sie Ihre Kreditkarte in den Decoder einlegen, um Ihr Konto zu identifizieren. Kontoidentifizierung. Okay. Hallo. Sie möchten eine Zeitung abonnieren? Ich glaube nicht. Mal sehen. Ich könnte Ihnen anbieten, 1. Das hylianische Wort, die Zeitung für den informierten Bürger. 2. Das Hylis Journal, Werbung, Geschäfte, Tipps. Alle Abonnements kosten 50 Einheiten pro Jahr. Das ist jetzt die Frage, ne, ob das Sinn macht oder nicht, aber es ist halt billig, also wahrscheinlich nur einmalig 50 jetzt. Hillis Journal. Okay, du bist Mitglied. Und das hylianische Wort. Kein Problem. Gut, du bist registriert. So. Haben sie uns hier nicht mal aufgeschwatzt, sondern wir haben sie uns selber aufgezwungen. Oh, ich habe eine Mail. Oh, Glückwunsch! Sie haben sich für das hylianische Wort entschieden. Für den informierten Bürger. Mhm.
Dann schicken wir nix, Schweinerei. Okay, ich muss wohin? Piepers in der Akuda Bar, genau. Und wo ist die Akuda Bar? Zutritt nur für Anwohner und Bürger mit offiziellem Stadtpass. Walrus-Sapiens. Okay, Bild gespeichert. Eigentlich müsste es ja Sapiens Walrus heißen und nicht Walrus Sapiens, weil es sind ja alles Sapiens und Walrus ist die Untereinheit von Sapiens. In dem Fall wäre ja Sapiens die Untereinheit von Walrus, was irgendwie dann keinen Sinn macht. Aber gut. Da darf ich wahrscheinlich auch nicht hin. Halt! Zutritt nur für Anwohner auf Befehl der Alpha-Abteilung. Du mich auch. Du bist wahrscheinlich ein Mensch. Der winkt immer. Auch wenn ich andere fotografiere. Oder gibt es eine Perle? Kann ich die kaufen oder was? Hi Nuri. Hey Jade, ach, die kennen sich. Hast du Hunger? Vergiss nicht, deine Karte in den Decoder zu stecken, bitte. Kontoidentifizierung. Okay. Perlen kosten 3000. Okay. Bei Nuri gekauft. Laut der Maschine ist die Identifikation okay. Dann ist gut, nimm so viel, wie du brauchst. Nein, das ist ja für die Dingsbar. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn ich hier allen möglichen Leuten... Ist das ein Getränk? Begrenzte Menge? Nee. Okay, also hier kann ich immer wieder... Die Doms schlagen wieder zu. Vor 2 Tagen im Westviertel. Ohne die Hilfe der tapferen Alpha-Abteilung wären die Verluste noch höher ausgefallen. Rekrutierungskampagne wird verstärkt. Das ist halt auch sowas, ne? Wenn die Leute entführen sollten, wirklich, dann ist die Rekrutierung, also wenn jetzt jemand rekrutiert wird, heißt es wahrscheinlich, er wird einfach entführt, weil das, was hier in den Anzügen steckt, ja nicht mehr unbedingt Menschen sind, wenn man dem Scanner so glauben darf, wa? Hier ist ein Bayer. Da haben wir sie, Akuda Bar. Mann, auf einmal werde ich total durstig. Du nicht? Tobi, der läuft halt aber schon ein paar zu viel in Durst. Hallo Mo. Hi Jade. Okay, das ist Mo, nicht Pipas. Taurus Sapiens. Das läuft sehr schön. Gute Jagd. Okay, dieser Film ist voll. Gut, ich überweise eine Perle, Jade. Und ich werde den Film neu laden. Hi, Paige. Willst du dir einen trinken? Die erste Runde geht auf mich. Ich habe einen guten Auftrag. Fotos für das Forschungszentrum schießen. Diese Aufstellung aller Tiere auf Phyllis. Ja, ich kriege um die 100 bis 3000 Einheiten pro Foto. Nicht übel, gar nicht übel. Warum? Was gibt's? Hast du etwas Besseres als das? Viel besser, Jade. Viel, viel besser. Kannst du schweigen? Meine Lippen sind versiegelt. Hör zu, ich bin zu alt dafür, aber du, ich bin sicher, du könntest... Ein Schatz, Jade, ein sagenhafter Schatz, der seit Jahrhunderten im Krater des Vulkans versteckt ist. Er liegt einfach da und wartet nur darauf, gefunden zu werden. Aber psst. Okay, ich suche nach Pipas. Er ist oben, wie immer. Rennen 3, der Metzger. Rennen 1, Rufus. Rennen 2, Miss Seven. Wie Rufus? Wir haben doch gewonnen, Rennen 1. Spinnerei. Alter, was bist du denn? Karcharodon Sapiens. Noch einmal vielen Dank, Jade. Hey Francis. Hey Jade, ein kleines Spielchen?
Kannst du mir die Regeln erklären? Du sollst ja hier der beste Spieler weit und breit sein. Da ist was dran. Niemand ist dumm genug, gegen mich zu wetten. Wetten? Natürlich, ich spiele auch nur zum Vergnügen, aber dann ist es nicht so interessant. Kannst du mir die Regeln erklären? Klar, ist ganz einfach. Du musst alle Pucks von deiner auf die andere Seite befördern. Du zielst mit links, rechts und schießt mit links. Okay. Und was sollen wir wetten? Dein Spiel für 100 Einheiten. Wenn du gewinnst, kriegst du 200. Und für 1000 Einheiten lege ich meine Glücksperle auf den Tisch. Viele haben es versucht, aber ich habe meine Glücksperle immer noch. Okay, ich versuch's. Ich setze erstmal 100, um zu sehen, wie das Spiel überhaupt funktioniert. Wobei ich ja doch Training machen kann. Verloren! Alter! Das ist ja ein krankes Spiel. Los! Nicht schlecht, Jay. Alter, das kann ja Stunden dauern. Wenn man mal denkt, man ist kurz davor, hört es plötzlich auf. Mit dem Glück. Oder der Präzision, je nachdem, wie man sieht. Oh, was zum... Ah, verdammt. Alter! Vielleicht sollte man doch ein bisschen mehr zielen und nicht so wild drauf losballern. Yeah, keiner schlägt Frank. Was? Komm, mit der Perle, das wird nix. Möge der Bessere gewinnen. Oh, mal ein Trainingsmatch. Los! Aber du! Warum sollte ich? Alter! Das Spiel ist die Hölle. Los! Gewonnen! Boah, wenn man einfach mal ein bisschen Glück hat, ne? Los! Nein, ich habe gerade keinen Hunger. War die rechte Maustaste, die wollte ich gleich drücken. Boah,
Ruckzuck schießt er mir alle seine Dinger rüber, ne? Nicht schlecht, Jade. Der war jetzt blöd, der hätte durchschießen müssen. Der hat jetzt auch wieder zu schnell abgedrückt, die bleiben dann immer da an der Kante hängen. Völlig grundlos. Los! Oh, was zum... Gewonnen! Los! Oh, aber du! Gewonnen! Probieren wir es mal, ja? Los! Warum sollte ich? Gewonnen! Los! Verlor! Los! Ja! Nein! Ah, das wird nichts mehr. Ah, shit. Wenn er da an der Ecke hängen bleibt, dann ist es richtig eklig. Oh, aber du! Warum sollte ich? Shit, das waren 1000. Tut mir leid, Jade. Du brauchst wohl noch ein paar Flugschuhe. Nein, ich habe gerade keinen Hunger. Los. Gewonnen! Los! Ja! Gewonnen! Okay.
Nein, ich habe gerade keinen Hunger. Das Problem ist so ein bisschen, dass die ersten... Nicht schlecht, Jade. ...halt sitzen müssen, ne? Los. Verloren! Los! So ein Schritt, ne? Aber du! Das ist so ein Ding, ne? Dieses Mal gewinnst du, Francis. Nein, ich hab grad keinen Hunger. Guck mal, F, will ich gar nicht. Dass ich hier mein ganzes Geld verbrenne. Los! Gewonnen! Los! Nicht schlecht, Jay. Gewonnen! Die 100er gewinne ich, aber wenn es drauf ankommt, nicht, ne? So eine Scheiße. Ah, shit. Ich wollte hier die 100 setzen. Los. Na gut. Aber du! Wenn ich immer so daneben ballert wie eben. Warum sollte ich? Dann wird das auch nichts. Oder der jetzt. Das war so ein Vergeudeter. Da, und der auch. Okay, 60 Mal daneben baller, dann ist auch kein Wunder, wenn ich das Match verliere. Verloren! Los! Gewonnen! Los! Nein! Oh, darf's denn wahr sein? Na Gott sei Dank. Da hätte ich noch richtig hart Geld verbrennen können, ey. Da muss ich jetzt erstmal safen. Das will ich nie nochmal machen müssen.
Die Welt der Schmerzen. Hier ist auch wieder so ein Code-Ding, keine Ahnung. Propaganda. Was ist das für ein Song, ey? Zimmer 1. Kennen wir schon. Kisufki schläft hier seinen Rausch aus. Komm her, kleine Lady. Versuch dein Glück bei Peepers. So, ne, Hütchenspieler. Hallo, Peepers. Ein Mädchen in dieser Absteige? Hm, dieser Duft. Ich hab's. Du züchtest Schweine unten am Ozean. Das ist jetzt nicht gerade sehr charmanzmäßig, ne? Wenn du dein Glück beim Hütchenspiel versuchen möchtest, musst du zuerst deine Karte durch den Decoder ziehen. Konto-Identifizierung. Okay. Kann ich spielen? Wie viel hast du zu verlieren? Das ist aber 50. Aber ich glaube, ich kann ja eh nichts gewinnen außer Geld. Dann kann ich es eigentlich auch lassen. Einfach. Hier kann man das Geld farmen, was man unten braucht, um die Perle zu gewinnen, was? Na gut, aber dann setzen wir mal hier das Codewort. Sicher in ihrer Schale ist die Perle ein Sklave der Strömung. Du interessierst dich für Perlen? Dein Einsatz bitte. Wieder rechts. Du kannst Zimmer Nummer 3 haben. Es wird dir sicher gefallen. Da ist ein schöner alter Schrank. Den solltest du dir ansehen. Gut gemacht, Jade. Zimmer 3. Da, X4J8. Oder JB, weiß man nicht. X4J8. X 4 J 8. Die Steuerung ist ein bisschen schlimmer, als es aussieht, ehrlich gesagt. Ich dachte gerade, wieso steht 8375 als Code da oben, aber das ist ja nur mein Geld. So, was haben wir hier sonst? Ein Schrank von Interesse. Schön die Mitglieder des Widerstandes identifizieren. Per Foto. Felis Sapiens. Hulala. Noch einmal vielen Dank, Jade. Ja, das ist vielleicht ein normaler Mensch, den kennen wir und das auch. Ja. Freunde, darf ich euch Jade vorstellen? Unsere neue Agentin. Wir haben Sie erwartet. Kommen Sie näher. Das ist May, Redakteurin und Herausgeberin unserer Iris-Zeitung. Nino, unser Funker und unermüdlicher Plakatkleber. Hey, auf diesen Monitoren können Sie die meisten unserer Korrespondenten sehen. Sie operieren im ganzen Universum in mehr als 13 Systemen. Peepers kennen Sie ja bereits. Es war seine Idee, Ihnen diesen Job anzubieten. Er wusste, dass Sie den Test bestehen würden.
Man müsste blind sein, um das nicht zu sehen. Das Kind hat Talent. Hören Sie zu, Jade. Die Ereignisse gewinnen an Schwung. Eine Bombe der Dons ist im Kanal explodiert. Offenbar hat die Alpha-Abteilung den Sektor abgeriegelt. Sie haben alle von dort evakuiert. Zu Ihrem Schutz, richtig? Niemand weiß, wohin sie gebracht wurden, Jade. Die Gouverneurin von Hillis hat sich direkt danach an uns gewandt. Sie ist bereit zu helfen, aber ihr HQ wird überwacht. Sie können uns helfen, diese Leute zu retten, Jade. Nino, erklär uns die Situation. Gut, also das wissen wir. Die Opfer wurden von der Alpha-Abteilung entführt und zur Nutripillenfabrik gebracht. Dann brachte man sie mit Shuttles zu den alten Schlachthäusern. Von dort wurden sie mit Militärkreuzern zum Mond transportiert. Wir wissen nicht, was sie dort erwartet. Keiner unserer Agenten ist jemals von dort zurückgekehrt. Vor 4 Tagen verloren wir den Kontakt zu Double H in der Nutripillenfabrik. Er war unser bester Agent. Unser Freund. Double H sollte uns Beweise für die Anwesenheit der Dons bringen. Seine letzten Fotos waren erschreckend. Ein Seelenfresser? Jemand muss die Mission zu Ende führen, Jade. Sie können ablehnen. Weiter. Wir brauchen Beweise. Erstens gehen Sie in die Nutripillenfabrik. Zweitens machen Sie Fotos von den Alphas und ihren Opfern. May wird ständig Kontakt halten. Sie wird ihre Fotos veröffentlichen, sobald sie bekommt. Die Leute müssen die Wahrheit erfahren. Ja, das würde ich auch gern. Zum Beispiel, wer hier lügt und wer nicht. Hier ist Ihr offizieller Stadtpass. Wir verdanken ihn der Gouverneur. Er wird Ihnen bestimmte Türen öffnen. Viel Glück. Gute Arbeit. Dann kommen wir jetzt Jade, da durch, wo die uns letzte Mal... Ich habe dir eine M-Disk gebrannt. Ich leg sie hier hin. Darauf wird alles detailliert erklärt. Wo sie uns vorher nicht durchgelassen haben. Können wir der Gouverneurin trauen? Sie hat uns schon viel geholfen. Sie hat ein Team von Dekodierungsexperten. Wenn du vor einer verschlossenen Tür stehst, schick ihr ein Foto mit der Seriennummer. Sie können jeden Code knacken, den du ihnen gibst. Okay. Wer ist für die Verteilung eurer Zeitung verantwortlich? Ich bin verantwortlich für den Druck und liefere sie an die Verkäufer im Untergrund aus. Kann ich ein paar Exemplare haben? Klar, der nächste Verkäufer steht auf dem Platz bei Ming Zus. Frag ihn einfach nach einem Exemplar. Für Mitglieder ist es umsonst. Der kennt alle Mitglieder, das ist natürlich auch ein Sicherheitsrisiko, ne? Na, Kätzchen? Konnte Double H euch Informationen über die Fabrik beschaffen? Der letzte Bericht von ihm ist auf dieser M-Disk. Dann nichts mehr. Sei vorsichtig, Jade. Schicke ich meine Fotos direkt an euch? Ja, ich habe eine sichere Leitung für dich eingerichtet. Du bist ständig online. Okay. Und die Alpha-Abteilung hat euch nie entdeckt? Wir ergreifen alle möglichen Vorsichtsmaßnahmen. Wir arbeiten in kleinen, unabhängigen Gruppen. Außer dem Zeitungsverkäufer, der kennt sie offensichtlich alle, weil er kostenlose Exemplare verteilt. Der Chef der Hillis-Gruppe hat diesen Empfänger an der Wand dort benutzt, um mit uns zu kommunizieren. Niemand von uns kennt seine wahre Identität oder weiß, wo er sich aufhält. Was für Fotos braucht ihr genau? Es gibt 2 Missionsziele, Jay. Decken Sie den Menschenhandel auf, den die Doms mit den Bewohnern von Hillis treiben, und zeigen Sie, dass die Alpha-Abteilung Komplizen der Doms sind. Gibt es viele von euch, noch nicht Jade, aber je mehr Hillianer mit uns sind, desto besser ist die Chance, die Alpha-Abteilung loszuwerden. Die Perle und die Strömung. Die Alpha-Abteilung hat uns getäuscht. Seit Beginn des Krieges stehen sie unter der Kontrolle der Doms und nutzen das allgemeine Chaos, um unschuldige Leute zu entführen. Dank Double H wissen wir jetzt, wohin die Opfer auf Hillis gebracht werden. Erstens, in die Nutri-Pillenfabrik. Zweitens, zu den alten Schlachthäusern in Shuttles. Drittens, zum Mond in einem Frachtkreuzer. Wir müssen diesen Albtraum beenden. Jeder Beweis für die Verschwörung, den wir finden können, wird uns mehr Unterstützung in der Bevölkerung einbringen. Was natürlich sehr besorgniserregend ist, wenn sie die Leute in ein Schlachthaus bringen, aber gut. Eine offene Rebellion würde uns ermöglichen, die Alpha-Abteilung zu stürzen und viele unschuldige Leben zu retten. Wenn die Revolte sich ausbreitet, können wir diesen Krieg vielleicht beenden. Aber wir brauchen Fotobeweise, um herauszufinden, was genau in der Fabrik vor sich geht. Fotos von den Opfern, Fotos von der Alpha-Abteilung, ohne ihre Helme, damit man sieht, wer sie wirklich sind. Hier kommen Sie ins Spiel, Jade.
Sie übernehmen Double H's Mission. Hier ist sein letzter Bericht. Logbuch Double H. Was sind das für komische Zeichen da? 19.23 Uhr. Bin in der verbotenen Zone. 19.30 Uhr. Ich sehe Shuttles auf der oberen Plattform starten und landen. 20.03 Uhr. Ich habe es geschafft, in die Fabrik einzudringen. 20.50 Uhr. Ich bin erschöpft. Ich bin fast 3 Kilometer geschwommen. 21.10 Uhr. Ich bin drin. Das ist es. Ich sehe die schwarzen Behälter. Ein Geräusch. Hey, was? Anscheinend haben sie einen Reaper trainiert. Die Anwesenheit dieses Tieres und die Sigma-Strahlung sind der Beweis für die Anwesenheit eines Seelenfressers. Das sind seine letzten Bilder. Seitdem kam nichts mehr. 4 Tage völlige Funkstille. Double H war unser bester Mann. Er hat viel für uns getan. Dank ihm konnte das Iris-Netzwerk Kontakt zur Gouverneurin von Hillis aufnehmen. Die Gouverneurin ist strikt gegen die Methoden der Alpha-Abteilung, aber das darf nicht bekannt werden. Sie ist auf unserer Seite und will uns helfen, wenn wir die Wahrheit bekannt machen und mehr Hillianer dem Iris-Netzwerk vertrauen. Wenn Sie eine Tür wie diese finden, fotografieren Sie sie und schicken Sie das Bild an die Gouverneurin. Ihre Experten werden dann versuchen, den Code herauszufinden. Wir zählen auf Sie, Jade. Seien Sie vorsichtig. Hahn. Na ja, gut, also wie gesagt, Pillenfabrik, keine Ahnung, ob sie da arbeiten lassen, man weiß es nicht. Ins Schlachthaus bringen lässt nichts Gutes an und dann zum Mond. Also dann werden sie im Schlachthaus geschlachtet und dann zum Mond zur Verfütterung transportiert oder man weiß es nicht. Na gut, dann machen wir hier mal einen Safe. Mal wieder an der Stelle und dann ist eigentlich auch eine ganz gute Zeit, um an der Stelle das Episodenende zu machen. Und dann kümmern wir uns beim nächsten Mal um die Mission. Bis dahin, ciao.